Hallo, es ist Donnerstagmorgen, der 14. September. Gestern sind wir rumgefahren und da haben wir mal ein bisschen gezeigt und gefilmt, wie unser Mais liegt. Und meine Entscheidung heute Morgen ist gefallen, dass wir den Mais heute noch abernten. Deswegen werden wir jetzt den Mais gleich wegmachen. Problem an der ganzen Sache ist, dass ich eigentlich für Montag geplant hatte, die Silos vorzubereiten, sprich die auszufegen, die Wände mit Fullen abzuhängen. Hatte ich eigentlich so einen halben Tag für ein bisschen Tag eingeplant. Das machen wir jetzt in 2 Stunden. Ja, und dann gucken wir mal. So ein Bauer muss auch mal ein bisschen leistungsfähig sein. So, Silo-Vorbereitung. Nochmal eben schnell das Silo sauber machen. Falls Wände werden wir dann noch kurz mit Folie abhängen. War dann ordentlich! Sehr wenig Biomüll hier. Willst du auch ins Video? Was? Willst du auch ins Video? Kostet extra. Ich will das schwarze Mal Glas mit. Falsches Schuhwerk. Voll siffig! Ist voll siffig! Ja, geht so, ne? Geht so! So, Phase 2. Wir haben die die Mauern mal eben mit Folie abgehangen. Das ist zum einen für die bessere Silage, luftdichter Abschluss der Wände. Und zum anderen schützt es natürlich auch den Beton, dass das nicht weiter gammelt. Und jetzt geht's auf zum Feld und ich nehme euch mal mit. Ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert dahin. So, auf geht's zum Feld. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich denke mal, das wird da richtig dramatisch aussehen. Meine Hoffnung diesen Jahr war, dass ich den besten Mais aller Zeiten ernten werde. Hat sich auch super angefühlt, bis direkt kurz vor der Ernte. Und dann kommt da so ein beschissener Wind an und legt uns den ganzen Scheiß mal eben auf den Rücken. Also überflüssig. Aber der Bauer ist unheimlich abhängig vom Wetter. Das merken wir immer wieder, wir können noch so viel im Vorfeld arbeiten und machen und tun. Wenn das Wetter nicht mitspielt, haben wir einfach keine Chance. Jetzt kommt ja. Und jetzt kommt mein Mais. Der Mais ist so groß wie Gerste. Irgendwie doof. Aber so wie es ausschaut, klappt es im Häckseln. Sehr cool. Häckselt der Paul. Scheiße, die Hälfte wird liegen. Und Sven fährt. Jetzt kriege ich gerade schlechte Laune. Aber richtig schlechte Laune. Guckt euch die Scheiße mal an. Was hier liegen bleibt. Leashblätter, Leashblätter, Leashblätter. Und Kolben ohne Ende. Ein Trauerspiel ohne Gleichen. Ey. Was für ein Scheiß. Da haben wir letzte Tage gehäckselt, hier häckseln wir heute. Jetzt haben wir gerade rausgefunden, wenn wir von hinten reinfahren, hallo, ja, hört sich jetzt ein bisschen, naja, doppeldeutig an. Also wenn wir den Mais so richtig von hinten in den Arsch reinfahren, funktioniert es halbwegs und es bleiben kaum Kolben liegen. Und ich glaube, die Entscheidung war richtig, heute noch zu häckseln, weil der Mais mit jedem Regen noch weiter runter sackt und ja, immer schlechter wird.
mache ich da wieder ein Video von. Andi, ich hatte richtig überlegt, wie ich so ein schönes Hexe-Video mache. Richtig schön langen Weiß. Ja, genau. Da war nicht so, guck mal, da kommt gar nichts im Pieper an. Was denn da? Ich mach was zu falsch. Ich mach mal falsch. So, mach mal hier eine Rundbogen. Ja. So besser. Lass mal auch mal entstehen am besten sofort. Ja, ist der Handyste. Dann gucken wir dann irgendwie mit Düffer irgendwie schlechter. Nee, so ist schon vernünftig. Folge mal, dann musst du hier um nichts achten. Hier. So soll es eigentlich sein. Komm, da hast du Glück. Das ist auch ruhig genug, eigentlich, aber trotzdem. Ja, aber Kolben, wir haben auch mehrere Gewicht, ne? Lange Mais. Ja. Ich habe bei Hansefläche stehen, da war ich gestern drin. 3,80 Meter aber gemessen im Schnitt. Gestern. Vorne reden. Nee, also da waren wir, nee, der steht doch noch. Also der steht sogar noch. Ja, der steht noch. Kommt nichts hoch, ne? Doch, die noch. Aber die Kolben, die fallen da runter. Ja, das ist das Problem. Ja. Sonst ziehst du den Stängel doch schon mal von hinten. Ja, das kann halt echt, klar, da hast du ja ab und zu mal gebrochene Kolben dazwischen, aber ja, alles. Auf der einen Seite noch relativ sauber aus danach. Ja, alles im grünen Bereich. Na gut, jetzt los Sechsel, das können wir nicht verhindern. Ja, gleich. Aber wir häckseln jetzt hier seit 6 Stunden, haben 5 Hektar runter, in normalerweise hätten wir in der Zeit mindestens doppelte Fläche geschafft. Ihr seht, 3 Meter vor, 2 zurück, jetzt schiebt sich einfach alles, der Mais ist hier nur noch auf Knöchelhöhe. Es bleiben unheimlich viele Kolben auf dem Boden liegen, aber die Alternative wäre zu warten und noch mehr zu verlieren. Hinzu kommt noch, dass der Boden hier sehr, sehr lehmig ist und matschig ist. Zwischendurch habe ich noch mal eben, seht ihr da hinten den Wagen stehen, der sieht ja nicht, fällt gleich vorbei. Habe noch mal eben einen Anhänger geplättet, da ist ein Reifenblatt liegen geblieben, deswegen habe ich jetzt gerade aktuell einen anderen hinter. Das Leben ist nicht immer schön, ist ja noch nicht immer ein Ponyhof, aber so soll man machen. Die Herausforderung in der Landwirtschaft besteht, selbst solche Situationen zu meistern. Wir haben viele Unsägbarkeiten, Unwägbarkeiten und trotzdem geht es weiter und nicht den Mut verlieren. Und wichtig ist, nicht nervös werden, was meine Schwäche ist. Ich kann bei solchen Sachen auch schon mal richtig megamäßig ausrasten. Hier haben wir Mais, der fast 4 Meter hoch ist. Unglaublich großer Mais. Das ist der Wahnsinn. Wir sind gerade am Loshäckseln. Das heißt, die erste Runde geht da durch. Ihr schaut, rundherum ist überall Mais. Wir kämpfen uns hier gerade durch so eine mega Front an Mais. Und das Geile ist an diesem Mais, der steht. Nichts ist umgefallen. Ah, doch, da zu früh gefreut, da liegt was. Wieder? Na, sehr nicht. Ist dunkel. Ja, und wir kämpfen uns weiter durch. Es ist mittlerweile 21.15 Uhr. Ja, ich denke mal, wir müssen noch 3-4 Stunden müssen wir machen, aber wenn es steht, ist schon mal ganz gut. Aber der ist noch mega grün hier, der Kollege. Naja, wir schauen mal. So, Fläche ist runter, als der nächste Tag ist. Bis auf eine Karre Mais, die ist noch auf dem Feld geblieben. Kleinen Radschaden, Ding ist Schrott. Naja, wir werden das Ding jetzt bergen und dann letzte Karre zu dem Haufen hinzuschieben.
Endspurt. Sitze ich hier vom Rechner und will das Video zu Ende schneiden und da fällt mir auf, dass ich das letzte Video gar nicht mehr habe. Es ist weg. Ich finde es nicht wieder. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen über das Mais-Silieren. Die, die es nicht wissen, Mais ist das Tierfutter, Mais-Silage. Wird eingesetzt bei den Kühen und bei den Bullen. Wir setzen es bei den Bullen ein. Gleich kommt noch ganz kurz ein Zusammenraffer, wie das Silo abgedeckt wird. Das wird luftdicht verschlossen. Dann findet ein Prozess statt. Es bildet sich eine Milchsäure. Dadurch wird der Silomais haltbar. Ähnlich wie beim Sauerkraut. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Grüß vom Beuteland Schwein. Ciao.